Das N in n-Eck steht nicht für die Zahl der Ecken. Bei reellen Polygonen ist Ecken- und Kantenzahl gleich, aber die Ecken sind das Markante, das erklärt die Namensgebung. Bei dreidimensionalen Objekten werden allerdings die Flächen gezählt und bei vierdimensionalen die Zellen, also Volumeneinheiten. Die Simplexreihe ist nicht anschaulich genug, da hier auch die Eckenzahl zur Bezeichnung passt. Anders bei der Rechteckreihe. Das Achtzell hat 16 Ecken, 32 Kanten, 24 Flächen und 8 Zellen. Der Hexaeder hat 8 Ecken, 12 Kanten und 6 Flächen. Das Rechteck hat 4 Ecken und 4 Kanten. Die logische Reihe ist also Zelle, Fläche, Kante. Die Ecke kommt nicht an dieser Stelle, sondern erst eine Position weiter. Im Beispiel beim Zweieck, das allerdings nicht so bezeichnet wird, da dieses Objekt nur eine Kante hätte. Der Unterschied des Zweiecks der Rechteckreihe und des Zweiecks der Polygonreihe soll später nochmals aufgezeigt werden. Wie bereits erwähnt, sind bei reellen Polygonen Ecken- und Kantenzahl gleich. Als Anschauungsobjekt soll hier ein Dreieck dienen. Drei Ecken, drei Kanten und nur positive Messwerte. Dies ist für den späteren Vergleich interessant. Die allgemeine Formel für die Innenwinkelsumme eines einwindigen, geschlossenen, ebenen Polygons lautet n-2 in Klammern mal 180 Grad. Entsprechend ist die Außenwinkelsumme n+2 in Klammern mal 180 Grad. Mit diesen Formeln ist auch geometrischer Unsinn noch konstruierbar. Beispielsweise ein Minusdreieck. Es sieht aus wie ein Dreieck, aber mit Ausnahme von Cosinus und Sekans sind alle Vektoren negativ. Ebenso sind gegenüber dem Dreieck innen und außen vertauscht. Das lässt sich verallgemeinern. Negative Winkelsummen stehen für einen Seitenwechsel. Ist das Minusdreieck bereits ein Beleg für die Eigenschaftsbehauptung? Man kann es so sehen, aber auch in Abrede stellen. Also weiter in der Betrachtung. Das Nulleck ist ein durchaus interessantes Objekt. Als Innenwinkelsumme ergibt sich minus 360 Grad, als Außenwinkelsumme plus 360 Grad. Damit ist der Unterschied zwischen Innen und Außen aufgehoben. Ohne Ecke wäre aber kein Winkel möglich. Eine reicht in diesem Fall bereits. Damit ist ein Beispiel gefunden, wo das N nicht für die Eckenzahl steht. Das Nulleck hat also eine Ecke, aber keine Kante. In der Betrachtung der Polygonreihe fehlen nun noch zwei Beträge. Zunächst das Zweieck. Zwei Ecken, zwei Kanten, Innenfläche 0. Da sich beide Kanten in der gleichen Position befinden, nur zueinander um 180 Grad gedreht sind, ist eine korrekte Darstellung nicht möglich. Also wenn die Position korrekt ist, ist nur eine Kante sichtbar, macht man beide Kanten sichtbar, hat man ein Rechteck, dessen kürzere Seiten 0 sein sollen, aber in der Abbildung nicht 0 sind. Stellt sich die Frage, wie ein Eineck aussehen könnte, das in die Winkelsummenreihe hineinpasst. Es ergeben sich Winkelsummen von 180 Grad, eigentlich minus 180 Grad, und 540 Grad. Das ist mit nur einer Ecke unmöglich. Die Summe beider Beträge ist 720 Grad, also das Doppelte von 360 Grad. Das heißt, es werden zwei Ecken gebraucht. Damit ein Winkel entsteht, muss die hierfür vorgesehene Kante sich selbst schneiden. Hier konkret im Winkel von 90 Grad. Es entsteht also eine Doppelschleife, in deren Mitte sich beide Ecken befinden. Ein Verlauf, der in der Ebene nicht erlaubt ist.
Aber auf einer gekrümmten Oberfläche ist das Ganze vorstellbar. Vielleicht ein Tripodoid. Zurück zum Eineck. Innen liegt außerhalb der Schleife. Der Außenbereich ist so komplex, dass hier zwei Planfiguren mit jeweils der Hälfte des Bereiches vorhanden sind. Der von der Schleife eingeschlossene Bereich gehört zu beiden Hälften. Am Ende jetzt noch die wesentlichen Anmerkungen zu mehrwendigen Polygonen. Sie sind in der Regel sternförmig und schließen die Polygone mit gleicher Eckenzahl, aber weniger Windungen mit ein. Die Polygone sollten mehr als doppelt so viele Ecken wie Windungen haben.